Recht herzlich willkommen zur 181. Folge von City Skylines. Ja, es regnet in Strömen. Ja, und wir sind ja am Gucken, ne? Was hatten wir gesagt letztes Mal? Wir wollen irgendwelche Gebäude aktivieren, die da, ne, schlecht sind sozusagen. Aber jetzt sehe ich hier gerade erstmal ein paar Häuschen, die wir noch abreißen können. Damit der Bodenrichtwert besser wird, ne? Na, es sind wieder mehr geworden. Und sind nicht viele, aber so ein paar sind's, ne? Da sieht alles sauber aus. Da sind noch ein paar. Was ist das da? Bald auch leer, oder? Dauert wahrscheinlich nicht mehr lange, dass da keiner mehr wohnt, ne? Oh, hier sind schon ein paar mehr. Was sind denn die Zahlen? Die sind doch alle plus da unten, ne? Da wird schon gebaut, da auch. Alles gut. Okay, immer schön ein bisschen aufräumen. Immer gucken, dass keine Toten da sind. Immer gucken, dass nirgendwo was brennt. Das haben wir ja auch schon festgestellt. Die Dingens haben wir letztes Mal hochgeschraubt noch, ne, die Polizei. Dass die ein bisschen besser sind. Ja, hier hat man die Mall laufen lassen, ne. Läuft sozusagen, ne. Da sind noch zwei Hütten. Und hier ist auch noch eine. Sogar zwei. Und weg sind sie. Gut, das reicht erst wieder. Dann gucken wir mal nach den anderen Problemen, die wir haben. Strom wird langsam knapp. Den Bagger ausmachen. Und das auch ausmachen. Und dann können wir zum Beispiel hier mal eins anmachen. Dreht sich gerade in Wind oder wie? Produziert aber doch, produziert Strom, alles klar. Ja, dann weiter gucken. Wenn wir viele Leute haben, brauchen wir auch viel Strom, ne? Ich glaube, da müssen wir mal so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dazu machen, ne? Kosten ja nur 80, ne? Ein bisschen Geld können wir uns dann leisten. Dann wird auch gleich mehr. Schaut's mit dem Wasser aus? Ja, das ist auch nicht besser. Wo sind die? Hier ist der See. Hier sind die. Haben wir da noch was stillgelegtes? Ja, da. Müssen wir nur gucken, ob wir schon, sag schon, hier die Werte. Da nicht. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Hier das Wasser. Das haben wir auf 100%. Zu legen, das erst zu steigern, oder wie? Abwasser ist vor allem runter, ne? Läuft, glaub, beides gleich, ne, oder? Haben wir 105%. 105 ist da. Wird auch ein bisschen besser, glaub, ne? Dann was war das? Parks und Plätze, okay. Gehen wir noch 1000. Ah, dann sollten wir vielleicht auch hier ein bisschen schrauben, ne? Machen wir 65. Obwohl ich nicht weiß, ob überhaupt noch welche offen sind, ne? Das ist die nächste Frage. Tja, da müssen wir doch mal schauen. So, das machen wir wieder erstmal zu. Da haben wir geschraubt. 36.000 läuft. 72.2, das ist auch mehr geworden. Mülltechnisch. Oh, jetzt sind hier einige Häuser wieder leer geworden. Müllverarbeitung ist voll down, ne? Aber die sind alle am Laufen, ne? Da hat man noch wo unterwegs, wäre ich glaube nicht, ne? Doch, da ist was, oder wie? Ne, das ist Müllplatz. Keine Müllverbrennungsanlage.
glaube, die sind schon alle da hinten, ne? Ja, sieht so aus. Und die laufen auf Hochtouren, oder wie? Oder war das beim Budget noch was machbar? Ne, da war auf jeden Fall noch was machbar. Machen wir 110. So, läuft's besser. Ob das hier besser ist, ist die nächste Frage. Das ist immer noch im Minus. Also nicht im Minus, sondern im roten Bereich. Läuft schlecht, ne? Kriegen den Müll nicht los. Die da hinten wäre bereit. Weil wir wollen, wenn hier vorne ja was bereit haben, ne? Ja. Machen noch einen an. Und leert sich noch, oder wie ist das? Ja. 20% voll, okay. Ja, geht auch dann besser da, ne? Also kann das sein, oder war das jetzt noch von den 10%? Lass mal noch eine anmachen und gucken, was passiert. Ne, hüpft nicht hoch, ne? Vielleicht waren das doch die 110%, die wir da jetzt haben, dass es besser läuft. Müssen wir definitiv im Auge behalten, ne? So. Müll. Dann Bildung. Bildung, Grundschule wird schon schlecht. Oberschule auch und Uni auch. Bildungsbudget ist wahrscheinlich dann besser zu ändern, ne? Haben wir hier auf 90%. Und nachts gehen wir mal auf 80. Obwohl ich da ja echt im Überlegen bin, ob nachts überhaupt einer lernen muss, ne? Ich glaube eigentlich nicht, ne? Und wie sieht das dann hier aus? Ja, ist jetzt im Gelben. Da auch. Und da ist ja okay, ist schlechter, aber lass mal so. Das war die Bildung, Zufriedenheit, oh, so durchwachsen, ne? Gesundheit ist top. Ausstattung läuft auch. Da wollen wir uns nicht kümmern, ne? Wind ist jetzt auch nicht so wild. Ah, Straßenverkehr gibt's immer mal irgendwo was, ne? Ist klar. Wie hier zum Beispiel, das knallerrot. Aber eigentlich läuft's doch überall. Ja, hier, da ist richtig schlecht. Aber das war schon immer ein Problem, ne? Aber die stauen sich jetzt wenigstens schon mal nicht mehr auf der Bahn, ne? Ist halt eine große Kreuzung, ist halt viel los, ne? Durchschnittlicher Verkehrsfluss ist aber mit 74% ja noch ganz gut gegeben. Verschmutzung, okay. Ist noch hier. Sich das verbessert? Gravierend, ne? Es gibt nur noch grüne bis türkisfarben, noch keine braunen mehr, oder? Kriminalität ist abgenommen, da ist nur ein Haus. Da können wir mit weiter leben, denke ich mal erstmal. Und ja, Verkehrsaufkommen haben wir hier. Sind wir ja dran gewesen, kennen wir schon. Was haben wir hier noch? Bevölkerung, okay. Erwachsene, Familien, okay, das ist schön, dass da so Familien durchwachsen sind. Ein paar alte Leute sind auch noch da. Ja, ist schon relativ gut durchwachsen, ne? Sieht ganz gut aus. Kein Überschuss an irgendeiner Bevölkerungsgruppe. Ist relativ gemischt. Passt. Geld. Import-Export ist das, okay. Da wird importiert. Dann machen wir exportmäßig irgendwo was. Müsste irgendwo, wo Industrie ist, da. Und Tourismus gibt es tatsächlich auch. Was ist denn das hier für ein Gebäude, dass da Tourismus ist? Ist das ein Hotel oder was? Outlet Store, okay. Und Superstore, da laufen die Touristen und wollen was einkaufen, alles klar. Laden, der alles hat. Medienmarkt. Und da Kramladen. Okay.
Superstore, der Laden, der alles hat, ist wohl eine Kette. Ja, gut, das haben wir dann auch. Finanziell. Bodenrichtwerte, hat man von gesprochen. Hängt damit zusammen, ne? Wie viele Häuser irgendwo abzureißen sind. Oh, hier ist teuer unten. Top-Wohnlage oder was? Ja, aber insgesamt ist aber keine teure Gegend hier, oder? Wenig. Also hier ist klar, hier sind Einfamilienhäuser, das ist teurer, ist es auch klar. Hier am Wasser ist dann die Top-Wohnlage oder was? Hier ist ein bisschen teurer wegen Zentrum wahrscheinlich. Hier wohnt keiner und das am Wasser ist aber trotzdem eine teurere Gegend, ne? Ist klar. Ja, kommen wir aber mit klar. Oben auf dem Berg ist gar nicht so lukrativ. Ich dachte, da wäre grüne Zellen, ne? Dass man da sagt, boah, das möchte ich gerne wohnen. Ja, Öl, Erz und Wald und fruchtbares Land. Na, da ist fruchtbares Land, aber da sind wir nicht. Hier haben wir die Agrarwirtschaft hingesetzt. Passt, ne? Was haben wir hier? Erz. Okay, da könnte man dann was mit Erz machen, ne? Das haben wir hier oben doch, ne, oder? Ne, da war Holzindustrie oder sowas. Ja. Ja, da müsste man hier gucken, dass man hier noch Industrie macht, die Erz fördert. Weil hier ist das ja interessant dann, ne? Müsste man hier, könnte man das gut machen, ne, oder? Ist da was zu bauen? Oh, guck mal, da ist das Falsche im Endeffekt. Aber das können wir ja schnell umändern, ne? Ach so, müssen wir erst wegmachen. Und dann lass das dann mal stehen und mach das dann mal hin. Und dann wollen wir mal gucken, ob da Erzindustrie kommt oder nicht, ne? Das ist die Frage. Könnte man natürlich auch noch irgendwie so mit Zonen erlauben und verbieten, ne? Stadtviertel farblich markieren. Ulmhügel. Und der Ulmhügel soll nur Erzindustrie belegen. So, mal gucken, ob die dann kommen, ne? Okay. Aber da ist bestimmt das An- und Abliefern die Schwierigkeit, deswegen will das keiner machen. Gut, das haben wir. Zonen. Haben wir irgendwo welche? Ja, wir haben sogar welche. Jetzt gar nicht mit gerechnet, dass wir sowas gemacht haben. So viel vor allem nicht. Na dann. Gut. Passt auf jeden Fall. Freizeit. Ja, das ist jetzt das. Wir haben Freizeitvergnügen, aber vieles ist zu. Was kosten hier uns das, der Restaurant Pier? Die haben auch noch Müllberge da, ne? Leute kommen noch. Wir haben 50.000 an Geld. Dann lass uns das mal ein bisschen machen. Gut, einzigartige Gebäude. Mal viele, die dann aber zu sind, ne? Wie das hier jetzt offen gemacht. Was haben wir denn hier für einen Tower? Na komm, machen wir mal eins an hier auch. Und hier oben noch eins vielleicht, oder? Was haben wir hier? Eine Oper oder sowas bestimmt, ne? Das ist ein Stadion, das war dann die Oper. Oper machen wir mal auf. Freuen sich die Menschen drumherum, ne? Dass wir in eine Oper gehen können. Und hier unten haben wir noch was. Das ist das Aquarium, ne? Das ist mir jetzt nicht so... Statue der Industrie, das machen wir jetzt erstmal hier, zack. Kostet auch nicht ein bisschen. So, Parks und Plätze haben wir. Die fördern wir auch mehr. Läuft, ne? Was haben wir hier jetzt? Geländehöhe ist jetzt nicht so relevant. Und Heizung, ja, das war ja mal ein Thema, ne? Hier unten haben wir schon Fernwärme, ne?
mal, da hat er nur was extra hingebaut gehabt. Muss wohl, ne? Ach, hier ist es da. Ja, und da läuft auch was. Hier, das ganze Viertel ist warm. Die freuen sich richtig da, ne? Was haben wir hier? Straßeninstandsetzung, okay. Ist da gegeben und da gegeben. Oh, so verteilt ist es einigermaßen, aber läuft wahrscheinlich schlecht, ne? Was war das jetzt hier? Routen. Kreuzungen. Keine Ahnung, wofür Routen gut sind. Okay. Das haben wir erstmal alles. Läuft. Ja, und dann müssen wir gucken, dass wieder mehr wird, was ja noch tut, obwohl jetzt gerade hier eine rote Zahl ist, aber dafür haben wir hier innerhalb der Dingens 1300 Leute ungefähr mehr gekriegt. Und hier sind 42.000 mehr. Das geht also rapide runter. Wir müssen mal gucken, dass wir demnächst noch Industrie pflanzen und ja, das andere wechselt ein bisschen. Müssen wir dann mal schauen. Okay, aber für die Folge soll es erst da reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.